Herzlich willkommen zur Zusammenfassung des zweiten Laufs der Saison 1 der GT Challenge mit Assetto Corsa. Im Qualifying ist Markus Wurm auf die 1 gefahren, danach Torben Sauthoff, Matthias Heisig, René Beitz, Jörg Spindler auf der 5, auf der 6 Ferin Kern, Niklas Laubisch, Ulrich Hesse, Ralf Böttcher und die 10 Markus Studer. Das Feld ist bereits im Double File und geht jetzt durch die Parabolika. Jeden Moment erfolgt die Startfreigabe. Hier bei der GT Competition kann der Führende selbst den Start bestimmen. Es gibt also keinen Starter. Und jetzt macht sich das Feld auf den Weg. Markus Wurm einen fantastischen Start erwischt. Der Start natürlich hier immer besonders gefährlich mit der schnellen Anfahrt auf die erste enge Schikane. Und das passiert natürlich auch hier. Böttcher wird leicht angeschoben, dreht sich. Und es fahren natürlich einige Autos hinten rein. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Aus der anderen Richtung, hier sehen wir genau, wie Böttcher sich dreht. Mit T zusammengestoßen und einige weitere Autos werden dann noch in Mitleidenschaft genommen, die in diesen Unfall mit reinfahren. Großes Gewühle dort hinten. An der Spitze können sich dann aber Wurm und Sauthoff gut absetzen, aber im Kampf um Platz 3 kommt es zu einer Berührung. Hier Beitz und Heisig im Kampf berühren sich und Heisig dreht sich und verliert hier einige Plätze. Beitz hat aber seinerseits auch Geschwindigkeit verloren und hat hier nun mit den nachfolgenden Fahrzeugen zu kämpfen. Ferin Kern ist jetzt vor Beitz durch die beiden Lesmos. Aber Beitz kommt hier gut raus und schnappt sich noch vor dem Ende der Geraden, vor der Ascari, den SLS. Aber dahinter bleibt es weiter eng. Am Anfang von Runde 2 wieder Zufahrt auf die Schikane. Alle Autos kommen hier noch relativ dicht an. Auch das Anbremsen ist durchaus schwierig hier. Nebeneinander durch die Schikane im Doppelpack jeweils, aber es ist gut gegangen. In der Kurva Granda kann aber der SLS von Laubisch seine Stärken ausspielen und zieht hier vorbei an Ritter. Durch die Variante della Roggia, durch die beiden Lesmos dann. Im hinteren Feld kommt es jedoch zu einer Berührung zwischen Zierke und Spindler, was die Folge hat, dass die beiden sich auf die Strecke drehen und jede Menge nachfolgende Fahrzeuge in diesen Unfall hineinfahren und hier jede Menge Kaltverformung stattfindet. Vorn können dann Wurm und auch Sauthoff auf 1 und 2 relativ unbehelligt ihr Rennen fahren. Relativ unspektakulär auch für die beiden das Rennen. Sind da recht konkurrenzlos unterwegs. Martin Jatta, einer der Leidtragenden aus diesem Massencrash hier mit einem mächtig zerbeulten Auto, fährt frühzeitig in die Box. Lässt sein Auto reparieren, aber muss etwa zur Mitte des Rennens sein Auto doch abstellen. Insgesamt weniger technische Probleme, weniger Disconnects als bei den Trainingsrennen. Insofern ist das Rennen hier relativ gut abgelaufen. Die flachen Flügel, die hohen Geschwindigkeiten, die sehr rutschigen Curbs führten jedoch oft auch zu Unfällen, wie hier beispielsweise in der Anfahrt auf die Ascari zwischen Lapp und Graz. Aber natürlich auch immer wieder die Zufahrt auf die erste Schikane am Ende der langen Start- und Zielgeraden. Hier Neumann und Studer befinden sich in der Anfahrt. Und hier geht es zu zweit durch die Schikane mit Berührung, wobei Studer hier einen Platz abgeben muss.
trotz des relativ einfachen Layouts hier in Monza mit langen Geraden und engen Schikanen war jedoch für jede Menge Rennaction gesorgt. Immer wieder auch gern die Anfahrt auf die Ascari mit Windschattenduellen hier zwischen Graz, Ritter und Lapp. Und im Hintergrund kommt auch schon Ulrich Hesse an. Und hier kann man auch wieder deutlich sehen, SLS mit einem entsprechenden Geschwindigkeitsvorteil, so dass es hier nebeneinander durch die Parabolika geht. Gegen Ende des Rennens, wo Konzentration und Reifen offensichtlich schon nachgelassen hatten, geben einige Fahrer noch Positionen ab. Hier zum Beispiel Marcel T. gibt den 6. Platz an Robert Hiner ab. Aber auch Jonas Lapp verliert beim Anbremsen auf die letzte Durchfahrt durch die Parabolika die Kontrolle übers Auto. Das kann Ferenc Kern hier ausnutzen und auch noch einen Platz gewinnen und so noch in die Top 10 kommen. René Beitz kann den Angriff von Tobias Schlottbohm in der letzten Runde noch abwehren, kann so den 3. Platz nach Hause fahren. Auf den 2. Platz Torben Sauthoff, der hier leider mit einem weißen Auto unterwegs war aufgrund technischer Probleme. Und auf Platz 1 dann schließlich Markus Wurm. Ein fantastisches Rennen. Gratulation ans Podium. Das verspricht auf jeden Fall sehr spannende Rennen im Rest der Saison. Absteigen mussten in das Grid 2, das ja parallel fährt, Björn Zielke, Martin Jatta und Dirk Gudow. Aufgestiegen fürs nächste Rennen sind Ronny Fiebig, Sascha Hempel und Gil Ritter. Ja, und in der Gesamtwertung Markus Wurm jetzt mit 17 Punkten Vorsprung vor Sauthoff und mit einem Punkt Abstand René Beitz dahinter auf Platz 3.